Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch in den ertrunkenen Hügelgräbern, gerade so noch. Ich habe eh vorbeizugehen, weil mich der Ort langsam nervt. Ja, Statue von Nemnok. Nemnok war nicht so beeindruckend. Jemand hat die Statue liebevoll mit duftenden Ölen eingerieben, die immer noch feucht sind. Ja, Nemnok war nur ein fetter Imp, der aber einen ziemlich schnieken Kriegsbogen da hat. Was haben wir hier? Einen Kampfstab. Ja, das benutzt eher keiner. Weltliche Hülle, Schild einhändig legendär. Eine Angriffsbindung, mehr Schildabwehr, Resistenz gegen Hervorrufung, Beschwörung. So, war das jetzt schon alles? Ja, das war leider alles. Und ja, ich habe mal so gespickelt, wie wir die Sache mit Nemnok noch hätten lösen können. Wem gebe ich denn jetzt den Bogen? Weil du hast bereits Frostsucher. Nur Frostsucher ist nicht legendär. Macht doch nicht annähernd so viel Schaden. Und das Schild hier? Sieht aus wie so eine Art Schildkrötenpanzer. Na, bleib lieber bei deinem normalen Schild. So. Gut, wir haben Nemnok in zwei Teile geteilt, mehr oder weniger. Nachdem er uns ziemlich traktiert hat, haben wir jetzt Nemnok. Maximale Ermächtigungspunkte für uns und zusätzliche Priester, Druiden und Zauberer-Zauber, wenn wir ihn ausrüsten würden. Aber ich lasse Nemnok mal lieber da, wo der Pfeffer wächst. Ich muss aber wirklich sagen, ich hätte es mir schon gewünscht, dass man dass die Zauberer eine Möglichkeit haben, mehr Zauber zu kriegen, außer durch Gegenstände. Bei Alof hat von jedem Zauber maximal zwei. Und es wäre irgendwie cool gewesen, wenn er von denen wenigstens in den nächsten drei Stufen schon drei haben könnte. Ja, auch wenn die Summe hier zusammengezählt, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okay, nicht mal den 10 Punkten entspricht, die wir hier haben. Eher den 13, die Idee hat. Yeah, good thinking. Aber naja, egal. Maybe rest. Eine Rast wäre nicht schlecht. Aber wie machen wir das am geschicktesten? Ich möchte nämlich eigentlich nicht die, Pony verlieren, die ich hier habe. Oder irgendwie anderes Pony kriegen. Weil leider werden wir auf dem Schiff nicht geheilt. So. Wie gesagt, es gibt auch leider nichts, womit wir unsere Attribute steigern könnten. Das wäre sehr nützlich, also dauerhaft. So von mir aus recht teure Tränke. Wobei Geld eh so eine Sache ist. Also wir haben hier oben das Ding hier entdeckt. Da ist noch ein Rattun-Schiff. Diese Kerle sind recht hartnäckig.
So, ab nach John Wick. Mal sehen, ob uns da jetzt alle hassen, weil wir Nemnok getötet haben, mehr oder weniger. So, hi Tatok. No god of mine steals a child. Kein meiner Götter steht ein Kind. Tatok hört auf zu mummeln, als er dich herankommen sieht. Ich fürchte, dass Kali tot ist. Der Meister fällt fast zu Boden, als Tatok seine Hand nach oben reißt, um seinen Mund zuzuhalten. A curse on that wretched. Ein Fluch auf diesen verdammten Seufzer sieht Tatok in Richtung Himmel und nimmt seine Gedanken zusammen. I knew this was possible, even likely when I sent you out there. The fault is with Nemnok alone. Ich wusste, dass dies möglich war, sogar wahrscheinlich, als ich dich ausgesandt habe. Der Fehler liegt bei Nemnok. Er gibt dir einen kleinen Beutel Mützen und nimmt seine Arbeit wieder auf. Sein Gesichtsausdruck ist leer und gequält. Ja, neue Götter im Todesfeuer. Krummsporn leerräumen, ja. Nemnok der Verschlinger. Ich habe mich um Nemnok gekümmert, obwohl Tatok kaum Grund haben wird, bitterbitter zu sein, ja. Kali ist in den umtrunkenen Hügelgräber ums Leben gekommen. Tatok trauert um ihn. May the true gods curse Nemnok and curse me for losing Kali. Ja. Sagen wir ihr noch, dass Nemnok tot ist? Hail, cousin. The Junvik welcome with. Ja, okay. Wir brauchen, können wir auch nichts mehr sagen. Das heißt, für uns geht es jetzt wieder an Bord unseres Schiffs. Und dann erkunden wir das Meer weiter. Und vergessen diese traurige Insel. Ja, ich habe mal, nachdem wir eben Nemnok endlich platt gemacht hatten, mal einfach nachgeguckt, wie man das noch lösen könnte. Und ja, wir haben wirklich die Axtmethode gewählt. Also einfach mal so mit der Axt durch den Wald. Klappt das mal auf? Ja. Keine Heilung? Oh, wir haben nicht genug Vorräte wahrscheinlich, ja? Rückzugsort des Ausgestoßenen. Hm. Oder ein stiefelsaugender Sumpf. Interessant. Hm. Dann legen wir mal hier an. So, ich gehe erstmal in den stiefelsaugenden Sumpf. Du stapfst durch ein dunkles, kaltes Moor. Das Wasser um dich herum wird immer tiefer, je weiter du ins Moor eindringst. Und deine Stiefel sind Schlamm und glitschiger Matsch. Der Pfad nach vorne wirkt noch trügerisch als der Pfad zurück. Doch jetzt bist du schon mal so weit gekommen. Dein Weg durch das Moor fortsetzen. Der hat hohes Überleben. Ja. Du schaffst weiter durchs Moor. Aufmerksamkeit. Ederas Aufmerksamkeit ist sonst abgelenkt und da ist auch schon passiert. Tritt auf einen fleckenschwankenden Boden und sinkt tief ins Wasser hinein. Der aus dem Wasser ziehen, das sollte Palegina wahrscheinlich. Nee, ich habe die höchste Macht. Seraphin hat hohe Macht. Dann zieh mal raus, Seraphin. Dafür brauche ich Athletik. Seraphin versucht dir zu helfen, aber fällt dabei bloß fast selbst ins Wasser. Einige angespannte Momente vergehen, dann steigt ein Schwall von Luftblasen in die Oberfläche. Der durchbricht pustend und nach Luft schnappend die Wasseroberfläche. Du ziehst Eder aus dem Wasser. Gemeinsam lasst ihr euch auf trockenes Land fallen. Eder hustet
Eimerweise Moorwasser hoch und liegt stöhnend am Boden. Der wurde verletzt. Ja, er ist jetzt erschöpft. Gehen wir mal weiter. Das Moor liegt still da. Es riecht nach Verfall und im abgestandenen Wasser haben sich über mehrere Jahrzehnte hinweg unzählige tote Pflanzen und Tiere angesammelt. Ein dichter Nebel breitet sich auf dem Wasser aus. Mehrere vermummte Gestande tauchen still aus dem Nebel auf. Eine Herde von Moorlauchern direkt hinter ihnen. Ein großer männlicher Amauner an der Spitze der Gruppe zieht sein Schwert und richtet es auf dich. Wenn er dein Leben lieb ist, verlässt du diesen Ort und kehrst nicht zurück. Er starrt dich finster an, als würde er nur darauf warten, dass du ihn herausforderst. Warum sollte ich auf dich hören? Ich bin der Wächter dieses Ortes. Und ich werde es dir nicht erlauben, ihn mit deiner Anwesenheit zu entweihen. So, kommst du oft hierher? Der Mama sagt nichts mehr, hält sein Schwert weiterhin gezuckt. Das Moor gehört dir, Kumpel. Okay. Ich könnte jetzt hier rasten. Wäre fast schon nicht verkehrt. Ich habe einen Haufen halbtote Leute. Ja, machen wir zwei gebratene Apfelessen, ein herzhaftes Frühstück und glasierte Nüsse mal. Zwei gebratene Hackfressen. Ein herzhaftes Frühstück. Und sehr positiv glasierte Nüsse. Haben alle was zu essen? Ja. Dann rastet. So. Jetzt sind alle wieder fit und wir können uns wieder in das Moor wagen. Ja, du schaffst es, das dunkle Moor. Ja. Muss auf jeden Fall jemanden nehmen mit hoher Athletik nachher. Also Palegina, um Eder da rauszuholen. Ja. Athletik-Check gegen 18 gegen Palegina. Athletik 18, genau. Palegina greift in das Wasser und zieht Eder zurück an die Oberfläche. Ja. Mit Hilfe schafft es Eder, sich ans Tunnel anzuräumen, wo Eder Moorwasser ausrüstet. Dank deines schnellen Zugreifens ist nichts weiter passiert, außer ein paar durchnässten Kleidern. Als du gerade denkst, dass du den Moorwächter hinter dir gelassen hast, erscheint er wieder mit seiner Herde Moorlaura im Schlepptau. Selbst wenn du die Zeit zum Weglaufen hättest, macht er so ein Kommen unmöglich. Sie greifen sofort an, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, mit dir zu reden. Gut. Eine zweite Warnung gibt's wohl nicht, deswegen sind sie stinkig. Aber wir sind wenigstens dieses Mal nicht halb tot. Wenn wir schon gegen Sumpflaurer und Sumpfwächter kämpfen. Du bist hier nicht willkommen. Ja. Alof, Bogen. Eder. Super Verteidigung. It is no use. I cannot get through. Du heißt dich gleich mal. Der hau mal alle um. Ja. Übernehm mal den da. Palegina, du solltest dich so mal heilen. Alof, mach mal ein Phantom. Stuck in the doldrums here.
What for, Captain? I'm done. Du kannst gerade niemanden übernehmen, das ist blöd.